Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Legends Remastered. Und ja, ich habe mittlerweile eine ziemlich interessante Info bekommen, und zwar diese Artus-Herausforderung, die wir gerade spielen, ist nicht neu mit der Remastered Edition. Es ist tatsächlich so, dass diese Artus-Herausforderung schon von Firefly vor Jahren zur Verfügung gestellt wurde. Das Ding war einfach frei downloadbar auf der Firefly-Hauptseite. Und jetzt haben sie es einfach bei der Remastered-Version reingepackt. Jetzt ist die Frage, ist das diese Zusatzkampagne, die sie erwähnt haben? Im Trailer zu Remastered habe ich den Schriftzug gelesen, New Campaigns. Bis jetzt habe ich aber nichts gefunden, weder bei der Legendenkampagne, es sei denn, jemand von euch entdeckt eine Mission, die man sonst nicht kennt. Ich kenne die Mission jetzt alle nicht vom Namen sofort auswendig und weiß sofort, ah ja, die habe ich gespielt. Von daher, sollte jemand von euch Bescheid wissen, dann immer raus damit. Aber außer der hier habe ich nichts Neues entdeckt bis jetzt. Ich wurde übrigens auch gefragt, es gibt keine neuen KIs und auch nicht mehr als 4 Spielerkarten. Das ist ebenfalls altbewährt. Aber es gibt eben jetzt auch den Steam Workshop, womit man eigene Karten machen kann. Eventuell sind da sogar 6 bis 8 Spielerkarten drin. Ich habe nämlich damals fürs Ur-Legends auch 6 bis 8 Spieler-Maps zum Download gesehen. Ich weiß nicht, ob das Spiel das grundsätzlich unterstützt, aber mehr als 4 wären schon cool. Aber gut, genug gequatscht, wir machen jetzt Mission 3. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr. Von der Kampagne, die es eigentlich schon länger gab. Es gab nämlich viele Leute in den Kommentaren, die meinen, das kommt mir irgendwie verdammt bekannt vor. Zu Recht. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich irgendeinen gewissen Crusader 2 Baustil übernehme. Aber da das Vorratslager nur an einer Seite offen ist und nicht an beiden, funktioniert das nicht ganz so. Aber wir können es tatsächlich so machen, dass wir das Vorratslager mal so platzieren. Oder so. Oder so. Das Ganze ist gerade nicht leicht. Machen wir es so. Leute kommen auf die Burg. Ihr macht es mir gerade echt nicht leicht. Machen wir es mal so. Ich versuche mal wieder eine Burg zu bauen. Und was wir machen ist, wir gehen auf Standardgeschwindigkeit 40. Keine Sorge, es ist nicht der Pussy-Mode, dass ich sage, wir gehen hier auf Zeitlupen-Modus runter und bauen. Ich mache zumindest die 40er. Es muss, also zumindest Standard ist okay. Ich meine, gut, auf eine gewisse Seite ist es eine Ausgleichung. Also eine Ausgleichung der Vorteile, die die KI hat. Weil eine KI kann ja auch gleichzeitig überall bauen. Und da ist die Spielgeschwindigkeit auch egal. Aber ganz ehrlich, man hat in Strategiespielen als menschlicher Spieler ohnehin genug Vorteile. Stein war ja da hinten. Bauen wir auch mal ab. An sich mal vielleicht ein bisschen aufs Bauen konzentrieren. Labern können wir später noch, wenn alles läuft. Eisenmine, Steinbruch. Dann erste Farmen. Ich möchte mal so eine kleine Grundsatzversorgung sicherstellen. Wir werden angegriffen. Da fuck? Da fuck? Jetzt schon? Grundsatzversorgung. Jawohl, Stronghold Legends funktioniert nicht mehr. Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht immer an der Stelle ab. Kann ja sein, dass der Feindangriff irgendwie ein fehlerhaftes Skript hat und zum Absturz führt. Das wäre ein bisschen kacke. Warum wir jetzt im Hauptmenü sind, ich habe noch was entdeckt. Benutzerkarten, / freies Bauen. Was bedeutet, es könnte sein, dass eine von diesen 4 Maps hier irgendwie was Neues ist. Ich weiß nicht. Also sollte jemand absoluter Stronghold Legends Nerd sein und alle Missionen kennen und alle schon mal gespielt haben, kann er mir ja mal sagen, ob ihm die Namen bekannt vorkommen oder nicht. Aber schön. Wir machen im Pfad weiter. Machen eben nochmal von vorne. Ganz verkehrt finde ich das nicht. Wir starten gleich mal auf 40, ganz normal. Und was ich auch mal machen will, ist die Musik etwas höher stellen.
Mir ist aufgefallen, dass die im Vergleich zu einem anderen ein klein wenig zu leise ist. Mach mal die magische 69 mal und gucken, wie das wird. Ich mach's aber nochmal so wie letztes Leute, Mal. Kommen ich auf fand die es Burg. Nicht so verkehrt. Obwohl, wir machen es mal so, dass das. Oder so rum, liebe. Ein bisschen ausgerichtet. So. Der Grundspeicher da. So. Ja, ich hoffe jetzt echt, dass es kein geskripteter Absturz ist. Wenn das jetzt jedes Mal an dieser Stelle abschmiert, wäre das natürlich irgendwie ärgerlich. Dann ist die Frage, was machen wir dann eigentlich noch? Also wenn wir jetzt zum einen mit der Kampagne fertig sind oder wenn wir sie jetzt schon gar nicht mehr weiterspielen können, wäre natürlich irgendwo doof und so. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. Das Schöne ist, gerade Käsefarm und Hühnerfarm sind ein bisschen kleiner. Die kriegen wir ein bisschen überall reingeklatscht. So. Lass mal eine kleine Grundversorgung zumindest haben. Soll zumindest ganz kurz halten. Das Stein hätte ich gerne noch abgebaut. Mal überall so einen kleinen Grundsatz aufbauen. So, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob das geskriptet ist, der Absturz. Das wäre richtig kacke. Wo ist denn eigentlich der Angriff? Werden wir später vielleicht sehen. Waffenkammerkaserne, die mache ich mal dahin. Ich möchte mal wieder meinen Bergfried als Burg benutzen, quasi. So schlecht finde ich die Idee nicht. Dann die Waffenkammer mal darüber. Wenn das Ding so ein Atomschutzbunker ist wegen Crusader 2, dann kann das Ding auch gerne ein bisschen weiter vorne stehen. Truppen. Machen wir mal die ersten. Und schon sind wir so gut wie pleite. Niedrige Steuern. Wir können ja ein bisschen mit der Beliebtheit rumspielen. Eine Weile. Okay, ansonsten. Irgendwas, was gerade noch sehr wichtig wäre. Ja, Getreideproduktion. Wenn ich hier unten Getreideproduktion hinbekommen könnte, könnte ich auch einige Spielereien mit Mühlen machen. Machen wir zumindest mal hier ein bisschen hin. Dann nämlich hierher. Weiter da vorne. Hier ist auch okay. Hierher eine Mühle. Ihr seid der zweitgrößte Burgherr, Sire. Wir sind doch gerade mal zu zweit, oder? Wo ist denn der feindliche Angriff überhaupt? Und hey, es ist nicht abgestürzt bis jetzt übrigens. Das ist schön. Machen wir mal einen Einserwall. Ich glaube, Tatsache. Tatsache, ich bin das zu sehr an Crusader 1 gewohnt. Die Einserwelle kann man ja tatsächlich schon begehen mit Soldaten. Das heißt, es wäre eine ziemliche Verschwendung, jetzt zu Beginn Zweierwelle zu ziehen. Würde ich da überhaupt Produktion reinbekommen? Ich glaube, so wichtig ist es nicht, da jetzt weiterzubauen. Später vielleicht. Ich lasse mal einen Sticker, falls ich dann den... Also ich lasse mal eins Platz, falls ich später dicker ziehen will, so würde ich sagen. Machen wir es mal so. Machen wir einfach mal eine langweilige Rittersport-Quadratisch-Burg. Ist jetzt Wurst. Waffenproduktion könnten wir eigentlich auch bald die erste anfangen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dafür brauchen wir Geld. Ihr geht mal da hoch. Mehr Reichweite und so. Ihr kommt noch nicht da hoch von dort aus. Das heißt, hier fehlt noch das kleine bisschen Verbindung. So. Das besondere Tolle am Bergfried hier in Stronghold ist einfach. Der ist unzerstörbar. Nimmt keinen Schaden. Das ist ein super Verteidigungsturm. Es wäre schade, ihn einfach so als Zentrum ungenutzt zu lassen. Mehr oder minder. Beliebtheit sinkt. Die geht eigentlich. Die sinkt sehr langsam. Ich kann mal kurzzeitig die Steuern noch höher stellen.
So, hier hätte ich dann später gerne noch einen Turm. Das könnte man tatsächlich so machen. Wäre eine coole Idee. Mal gucken, was dann am Ende bei rauskommt. Ach ja, zum Thema KI, was ich vorhin noch sagen wollte. Sich als Spieler einen Vorteil zu verschaffen mit Zeitraffer. Man nimmt der KI damit quasi den einzigen Vorteil weg, den sie hat. Alter, what? Wo kommt denn ihr her? Rekruten benötigt, Sire. Kommt mal an. Vorwärts, Männer! Ach, das sind hier die Bootsfahrer, die Ruderer. Stimmt, die gab's ja hier, aber ich glaube, die konnte man selbst nicht bauen. Die waren echt nur so... Alter, ja, genau. Ist in Ordnung. Ihr mich auch. Scheiß Tribok. Die kamen von der See aus. So ein kleiner D-Day. Schon arschig. Euer Befehl, Sire. Ich könnte hier die Bäckerin machen, ich könnte da die Bäckerin machen. Hallöchen, da können wir natürlich auch bauen. Machen wir erstmal einen für Bögen, der andere dann mit Armbrüsten. Aber so einen Bäcker zu machen, den einen oder anderen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Am besten so direkt vor den Kornspeicher geknallt, oder zumindest so hin. Vier Stück? Ich weiß nicht. Reichen vier? Ich lasse es mal bei vier. Kann sein, dass es hinhaut. So. Nächster Angriff. Kommen die wieder von hier? Ich sehe... Ah, da kommen die Flegel. Ich könnte übrigens mal Ländereien einnehmen. Ich meine... Obwohl, es gibt nur diese hier. Und die wird schon geschützt. Ein bisschen doof. Aber ja, was die KI-Forschung angeht, es ist halt so... das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Im Grunde kann man sagen, es herrscht allgemein so die Meinung, dass die KI in vielen Spielen absichtlich zurückgehalten wird, weil es sonst den Spieler frustet, wenn sie zu clever agiert. Was nur zu gewissen Teilen stimmt. Das ist bei Shooter- und Actionspielen auf jeden Fall so. Denn da kann man der KI tatsächlich einfach so ein Aimbot geben quasi, dass die dich einfach mal so zack, bam, Headshot tot wegballert. Ja, ich merke schon, Steuern zurücksetzen. Und das frustet natürlich. Und das hat so im Prinzip aber auch nichts wirklich mit guter KI zu tun. Man kann KI schwer machen wie Sau, indem man ihr einfach unfaire Vorteile gibt, wie eben ein Aimbot oder sonst was. Und ja, es gibt tatsächlich auch einige Shooter, die halten tatsächlich ihre Soldaten absichtlich dumm. Also es gäbe tatsächlich die Möglichkeit, das hat schon das erste Far Cry bewiesen. Es gibt durchaus die Möglichkeit. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Danke. Die KI sehr clever zu machen, dass sie sich untereinander abspricht, zumindest dass es nach außen hin so scheint und dass sie zusammenarbeitet und viel cleverer agiert. Und es gibt tatsächlich einige Shooter, besonders bekannte Marken, wie beispielsweise in Call of Duty, die absichtlich die KI dümmer halten, dass sie eher so Art Zielscheiben sind, weil das eher so dem entspricht, was man dem Publikum anbieten will. Aber hier an der Stelle muss man wirklich unterscheiden zwischen Shooter und Strategiespiele. Strategiespiele sind viel, 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 viel komplexer, was KI angeht. Och nö, nicht du Sack schon wieder. Ich habe gar nicht gesehen, dass es Siegfried ist. Oder ich habe es letztes Mal gesehen und schon wieder vergessen oder verdrängt. Gegen Riesen hole ich meinen Artus. Und der schickt seine Ritter drauf. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel schwerer, eine richtig gute KI für Strategiespiele zu entwickeln. Als jetzt für irgendwelche Shooter. An sich kann man wirklich sagen, dass, was KI-Entwicklung angeht, Strategiespiele am allerschwersten sind. Es gibt so viele Dinge, die man da skripten muss. Das ist auch einer der Gründe, warum Strategiespiele meistens mit die schlechtesten KIs haben von allen Spielen, weshalb dann oftmals die Wegfindung rumspinnt oder die KI komische Sachen macht und von komischen Richtungen angreift. Es ist unglaublich schwer, eine clevere Strategie-KI zu programmieren. Wo gehst denn du eigentlich hin, Junge?
Ah, ihr seid jetzt hier. Oh, und ihr kommt jetzt von... Ah, okay, der macht mit seinem Riesen solche Schabernack-Sachen. Ja, gut. Sagt nur, was ich tun soll. Und ja, den einzigen natürlichen Vorteil, den eine Strategie-KI eigentlich hat, ist eben der, dass sie viel besser multimanagen kann. Soll bedeuten, gleichzeitig bauen und Truppen befehligen und hier um Steuersätze kümmern und Nahrungsversorgung regulieren. Das kann die KI alles gleichzeitig, was ein Spieler, menschlicher Spieler natürlich gesehen nicht kann. Das ist aber auch der einzige Vorteil, denn da kann die KI noch so schwer eingestellt sein, wie sie will, spontan auf Situationen zu reagieren. Oder jetzt in der Schlacht zu micromanagen effektiv, kann der Spieler immer besser. Da ist die KI noch sehr, sehr weit entfernt, irgendwie an den Spieler ranzukommen. Man kann die KI natürlich sehr gut optimieren, dass sie ähnlich wie ein Spieler effektiv baut und Truppen nutzt. Aber das Führen im Kampf der Truppen, das wird noch lange dauern, bis man die KI da auf gleichen Stand bringt. Das ist der Grund, warum die meisten KIs in Strategiespielen auch cheaten müssen, um sich irgendwelche Vorteile zu holen. Ich würde gerne gleich noch einen Harnischmacher haben. Jetzt haut das wieder hin, sehr schön. Dann machen wir mal das. Arthur, du kämpfst mal eben mit. Obwohl, ich schicke mal lieber hier auf die Schleudern, weil die nerven. Genau wie die Katapulte. Das Eisen kann ich kurz weg, genau wie ein bisschen Holz. Holen wir uns da mal das Geld, was wir brauchen. Wir werden angegriffen! Die Käsereise da unten, komm, dann machen wir den Harnischmacher etwa dahin. Machen wir noch einen zweiten. Einen zweiten? Ja, komm, machen wir noch einen zweiten. Dann machen wir noch einen für Armbrüste. Das soll jetzt mal richtig abgehen hier. Was ich dann auch mal gerne hätte, wären tatsächlich mal Pikiniere. Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. Och nö, kommt mir jetzt nicht mit sowas. Kriege ich das ein bisschen umplatziert? Kriege ich den Hühnerstall beispielsweise woanders hin? Nicht wirklich. Kriege ich... Das kriege ich näher ran schon mal. Kriege ich das ein bisschen weiter rüber? Leider nein. Gut, dann machen wir es so. Dann können wir das Ding auch... bisschen praktischer machen. Machen wir es so. So, dann gibt es hier dann noch das Torhaus. Das bietet sich gerade regelrecht an. Das passt da nicht hin, my lord. Das könnt ihr nicht tun, my lord. Und machen hier dicht. Ja, das ist jetzt wirklich nahezu quadratisch, das Ding. Aber hey. Die Burg ist umzingelt. Nein. Oh, das Holz wurde schon weggehakt. Jetzt können wir viel leichter an Stein rankommen. Das ist schön. Es hat das Problem, wenn unsere Burg so klein und kompakt ist, unsere Wirtschaft ist schwächer verteidigt. Aber ich kann damit leben. Probleme mit Bauern, ich verstehe. Hier unten darf ich... What? Moment mal. Durfte ich hier unten auch... Nee, anscheinend nicht. Aber gut, wenn wir hier Häuser bauen können, bin ich zufrieden. Gibt so eine kleine Reihenwohnsiedlung. Yay, Armbrustschützen. Jawoll. Unsere Bögen werden singen. Und nicht zu... Nehmt die Armbrüste hoch! Nicht zu spät, nicht zu früh, würde ich mal sagen. Wir werden angegriffen! Eine Nachricht von Siegfried. Gut! Genau richtig kam die jetzt. Gebäude nieder. Obwohl, was heißt da nicht zu... Nicht zu früh? Die können nie früh genug sein, eigentlich. Wir sind bereit. Die Berserken hier jetzt gerade noch ein bisschen durch. Na komm, holen wir mal die Ritter dazu. Wo ist denn sein Kackriese eigentlich? Nur noch da unsere oben. Unsere Truppen werden angegriffen. Treibt die Pferde an. Angriff! Schlagt alle nieder. Keine Gefangenen. Unser beider Schicksal ist eines.
Bogenschützen, vorbereiten! Vorwärts! Habt ihr schön gemacht. Auf wehrlose Frauen eindreschen, seid ihr jetzt stolz auf euch? Oh, vor allem voll die Feminismusdebatte unter dem Video. Also, jetzt kommen die schon wieder. Ey, diese Angriffe da drüben nerven. Ich muss ja echt irgendwo mal ein MG-Nest bauen. Na los doch! Artus, du bist hier mein Arsch für alles gerade. Du machst da mal schön weiter mit dem Job.